Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, ich bin gerade am Überlegen. Ich weiß gar nicht, ob wir in der letzten Folge überhaupt Fischstäbchen gefangen haben. Da muss ich mal kurz schauen. Wenn wir gerade schon mal hier sind, dann sollte ich auf jeden Fall auch mal gucken. Nee, können wir nicht machen. Okay, 25 haben wir auch noch übrig von dem Weizen. Ich schaue auch mal nach, ob wir hier unten irgendwas reingetan haben. Haben wir nicht. Dann erstmal kurz gucken, ob wir eventuell irgendwas. Zeitbeschleunigungszauberformel. Ach so, ja, stimmt. Der Hohepriesterin soll man das tagsüber geben. Schauen wir mal eben. Heiliger Strohsack, das können wir mit ein bisschen Glück noch holen. Sag Vanessa, dass du etwas für die Trauergruppe hast. Ja, würde ich sagen, machen wir das doch. So. Dann. Ach so, ja, genau. Da wollte ich auch noch mal gucken. Und ja, wir können hier auch etwas abpflücken. Sehr schön. Vier Orangen und vier Maulbeeren. Sehr geil. Der braucht noch 3,5 Stunden. Und für den Rest können wir leider im Moment noch nichts machen, weil wir nicht genug haben. Das ist echt ätzend, ehrlich gesagt. Kitty! Come Oder haben wir in der letzten Folge eventuell ein bisschen was gefunden? Ich bin mir nicht sicher. Wieso habe ich ja eigentlich keinen Temposchub mehr? Ich dachte, den habe ich noch übrig. Oder sind das 3 reale Tage? Weil ich war nämlich jetzt nicht mehr. Temposchubzauber hier. Ich war nämlich The nicht mehr time im for walking Spiel. slow has passed. Lighten my feet and make me fast. So, jetzt können wir uns wieder normal bewegen, wenn man das denn so nennen kann. Okay, also hier ist kein Unkraut mehr. Je weniger Platz wir haben, umso weniger haben wir natürlich auch Platz für Unkraut. Das ist das Blöde. Das können wir noch mitnehmen. Moment, da war jetzt gerade noch was. Einmal ist hier rechts auch noch. Da ist noch eins. Sehr schön. Und da sind zwei. Na, nimm. So. Die nehmen wir natürlich mit, wenn sie gerade so hier rumliegen. So, dann hoffe ich mal, dass wir jetzt hier. Also zwei können wir auf jeden Fall reinmachen. Mit viel Glück vielleicht auch drei. Ich bin mir nicht sicher. Ja, drei können wir sogar reinmachen. Oh, sehr, sehr geil. Dann haben wir zwar immer noch nur vier, die wir dann letztendlich machen. Wir haben jetzt 8 Uhr, das bringt uns noch nicht allzu viel, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal kurz nach oben. Da ist nichts zum Pflücken. Nee. So, dann haben wir nämlich den ganzen oberen Bereich gleich auch schon abgearbeitet. Is it it is a recipe. Yes, für Spinat-Smoothie. Lecker. Naja, gut. Spinat an sich ist ja lecker, aber Spinat-Smoothie, ich weiß es nicht. Kann ich das auch mal aufheben? Dankeschön. Aber soll ja lecker sein. Also sage ich nichts gegen. Nochmal 20 Geld. Wenn wir jetzt eh schon mal hier unten sind, gucken wir nochmal kurz. Hier ist nichts mehr. Da oben ist noch ein großer Fisch. Oh, ich sollte wirklich nochmal angeln gehen. Andererseits, ich habe jetzt gut Geld drin. Oh, hi. Du wollen arbeiten? Nicht mit mir. I used to survive by thinking of what was going to come next. Now I don't have to. Meditating has never been easier. Ja, wir müssen noch die Hohepriesterin finden. Ich habe da so eine große Ahnung. Ich hatte mir das aufgeschrieben mit einem großen Fragezeichen, ob sie es wirklich ist oder nicht. Ich gehe aber mal davon aus. Oh, Hallöchen, Herr Bürgermeister. I represent everyone in our community, not just people who like me, but most people like me. Okay, dann haben wir das schon mal alles durch.
kümmern wir uns hier mal um unsere vier Hühner kümmern. Ja, 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 lauft doch nicht alle durcheinander. Ich fange jetzt mal bei dem an, der nicht direkt da reingelaufen ist. Ich brauche hier ein bisschen Platz, ne? Jetzt sind sie auf einmal alle ganz, ganz leise. Ja, doch, das eine kommt jetzt gerade schon wieder an. Zwei Hühnerfedern, sehr schön. Ich glaube, ich hatte noch bisher noch keine zwei Hühnerfedern auf einmal. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung, was ich überhaupt mit den Hühnerfedern machen soll. Ich bin nicht mal so schön am Sammeln, aber ich habe null Ahnung, wofür eigentlich. Aber ich habe, glaube ich, irgendwo mal gesehen, dass wir die benutzen können. Habe aber total vergessen, wobei. Ich hatte schon da oben, ne? Du hast kein Ausrufezeichen drauf. Doch, von der kriege ich auch zwei Hühnerfedern. Oder hat das was mit dem Herzstatus zu tun? Das kann natürlich auch sein. Bekomme ich von dir jetzt auch zwei Hühnerfedern? Ja. Cool. Das ist mal cool. Was ist mit dir? Du hast ein Ausrufezeichen. Ach so, ja klar, weil du was fressen willst. Okay. Hat der andere jetzt schon Fell? Das wäre natürlich schön, damit wir noch... Ja, der hat Fell. Ja, sehr schön. Sehr, sehr geil, dass das so abwechselnd immer ist, finde ich. Genau, mach mal das Gattertor auf, damit deine Tiere alle rauslaufen können. Kein Problem. Die Kuh beschwert sich nicht. Eine Butterblume? Ja. So, du möchtest von der großen Last deines Fells befreit werden. Aber erstmal kriegst du noch was zu futtern. So. Flupp. Zwei Wolle. Sehr schön. Ja, jetzt siehst du wieder aus wie eine kleine braune Prinzessin, ne? So, Futter sollte ich mir auch noch holen. Und das sollte ich auch mal so langsam anfangen, dass ich das frei mache hier. Ich meine, die Bäume, die kann man ja immer mal wieder schnell wegmachen, sobald da neue drauf gekommen sind. Aber Steine, das ist natürlich immer so eine Sache. Das sind natürlich keine Ausdauer mehr für irgendetwas anderes. Wenn wir den erledigt haben hier. Aber das ist auch ein Riesenmonsterviech hier. Na komm. Wow, what's this? A recipe? Oh, cool. Ein Rezept von Carpe Malay Curry. Ich habe keine Ahnung, was wir mit den ganzen Steinen überhaupt machen können. Ich habe die immer wieder eingesammelt, aber ich glaube, ich habe nur ein einziges Mal Steine für irgendwas brauchen können. So, dann haben wir das aber schon mal frei. Das ist schön. Abgesehen davon, dass da garantiert noch irgendwelche Bäume wieder nachwachsen werden. Oh, sehr gut. Wir haben jetzt die... Nein, nein. Da können wir mal gucken. Oh, viel ist das aber nicht. Wir haben jetzt die Blumen soweit schon mal fertig drin. Das ist schön. Wenn ich auf Zuckerrohr stehe und das Zuckerrohr markiert habe, wieso geht er dann in den Honig, der hinter mir steht, drin? Ich muss es manchmal nicht verstehen. So, dann habe ich gesagt, ich wollte Baumwolle nochmal anpflanzen. Ich meine, Zuckerrohr ist natürlich auch nicht schlecht. Aber wir pflanzen jetzt nochmal Baumwollsamen an. Weil dann können mich ganz viel... muss ich dich gießen? Nee. Euch muss ich auch nicht gießen. Warum muss ich euch nicht gießen? Es hat doch gar nicht geregnet. Ich glaube, die... Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Sie hatte schon die Sachen. Papier, Wolle, hier. So, Stoff können wir mal zweimal herstellen. Und Seide können wir nochmal herstellen. Zack. Unten ist nur das Wasser. Da können wir als letztes hingehen. Wir gehen... Ah, nein, nein, nein. Halt. Wir gehen erstmal zu unserer kleinen Parallelwelt. So, ich hatte übrigens doch vergessen, den Kelch nochmal aufzufüllen. Ich doof. Fällt mir gerade auf. Da war auch Shelby. Here's a little bookshop owner's secret. We can typically order any book, even ones not in our established niches. Das ist toll. Ich würde hier gerne auch irgendwas geben, aber... Oh, Mann, ich will doch mit dir.
Enjoying summer, Shelby? Ah, night skies are clear. That's useful. Useful for what? For looking at the sky. What else? Ja, ja, was macht der eigentlich hier vorne? Ist das hier sein Werwolf, Anti-Werwolf-Tee-Gebräu oder? So, mal schauen. Witchling, it is good to see you here. It's necessary for ones like yourself to feel magic under their feet. Ja, ist er auch da? Ja, sehr schön. I love tending to dragonlings. They hiss in my face, so I hiss right back. Hassa! Ah, we have a grand time. Okay, ich lasse das jetzt mal so stehen. Ist unsere kleine Werkselfe, die aber eigentlich ein Goblin ist. Ist die dann auch da? Ja. Perfekt. I've always liked Thomas. It's sad our people couldn't get along with his, but we've started to rebuild things. Okay, ich schau auch nochmal kurz. Hier war das. Ob ich da noch irgendwas habe, was ich tatsächlich machen kann? Ne, nicht so wirklich, ne? Das ist wieder Gold. Was ist das hier? Sterngucker. Nachtbeschwörungszauber, okay. Aber dafür 190 Gold. Ich bin ganz ehrlich, das ist jetzt nicht so... Da verkaufe ich zwei Fischstäbchen und habe das Geld selber drin, ne? Also... Und dafür jetzt irgendwelche Sachen zu machen, wo ich dann unter Umständen noch Material für brauche, was... Ach nee, dich brauche ich jetzt gerade nicht. Wo ich unter Umständen Material noch für brauche, was ich halt selten bekomme, das ist... nee, das ist Mist. So. Dann schauen wir mal. Die haben alle schon wieder zu. Ja. Lina. This shop has been in my family for 5 generations. Well, maybe longer if you count my ancestor Helga Dahl's shop that stood on this spot. It burned down in the Great Fairhaven Fire of 1817. Oh no, that sounds terrible. Was Helga okay? Oh yes, she was acquitted. That's not what I... The constable thought she started it, but he had no proof, did he? Ich versuch's mal. Am I sure this is the High Priestess? Nicht hundertprozentig, aber ja, wir versuchen's mal. Oh wow, well done. Oh. Thank you, novice. You should hold on to this, though. Wait, this really means... Shh, someone might be listening. But Lena, you're one of the most respected members in this community. I'm sure if you just told... They're not ready. Not yet. Oh, geil. Und eine Errungenschaft haben wir freigeschaltet. Wer gehört zu den Hexen? Oh, nein, nein! Like storms that make the river sing. Fill my magic from the spring. Das wollte ich nicht machen. Na super. Wieso können wir jetzt hier nochmal mit dir reden? Aber das ist nur wegen Verkauf. Ich wollte gerade sagen. Ach so, ja, stimmt. Dir muss ich ja noch was geben. Oder? Doch? Stop by Town Hall anytime if you're looking for volunteer opportunities. We could always use another pair of hands. Das heißt? Wonderful. I'm so glad you've decided to attend. Come by the Consciousness Center any night. Besuch an einem beliebigen Abend nach 19 Uhr die Trauergruppe. Ach so, das war das doch, meine ich doch. Im Zentrum für Bewusstsein. Nach 19 Uhr, okay. Ja, ist jetzt nicht gerade das, was ich machen wollte, aber naja, ich denke mal, ihr bleibt noch da. Messenger Connor is a really humble guy, and he gave me a 2-for-1 package on seminars. I'll be reaching the pinnacle in no time. So, bei dir wollte ich ja ein bisschen leveln, ne? Sometimes I wonder what Sheila's up to. The Stahl's been good to me, so I hope it was good to her too. Weil, ich weiß gar nicht warum eigentlich.
Na gut, die Sachen sind nicht auf Lager. Eigentlich will ich bei dir gar nicht mehr leveln, oder? Aber man kann das für gut Geld verkaufen. Andererseits... Brauche ich das? Apfelbaum. Also Maulbeer habe ich zweimal. Olive bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Granatapfel musste ich auch zweimal haben. Apfelbaum. Nehmen wir mal einfach einen mit noch. Obwohl ich gar nicht mehr so viel Platz habe. Apfelbaum, Zitrone hatte noch hier unten drin stehen und Orange. Da müssen wir mal gucken. Das Blöde ist jetzt halt, wenn ich immer zu viel davon hole. Ne? Also Limette kaufen wir noch einmal. Oliven kaufe ich jetzt noch einmal. Wenn ich zu viel davon habe, habe ich halt zu viel davon. Ist mir jetzt Schnuppe. My mom sometimes calls me by my brother's name. We don't look anything alike. You look thirsty. We added extra sugar to yours. Ja, das ist nicht nett, weil Zucker macht dick und ist ungesund. I love having a job that lets me enjoy my day. I've always been such a night owl anyway. Abgesehen davon schmeckt Zitronenlimonade doch viel besser, wenn nicht so viel Zucker drin ist. Do dreams mean anything? Mine keep getting weirder and weirder. I think they do. I bet if you asked Shelby, he'd have some good insight for you. Das ist mir jetzt das erste Mal aufgefallen, dass die total am Backen ist mit den Händen. So voll in den Klamotten drin, die Arme. Das war nur Vanessa. Bruno, ich brauch dich nochmal. You gotta go along to get along. Don't wanna be a fish swimming upstream. Ich bin mein Leben lang gegen den Strom geschwommen. So schlimm ist das nicht. Im Gegenteil, das festigt den Charakter. So, die füllen wir nochmal auf. Verkaufen können wir eh nichts. Ah ja, der Arzt muss natürlich immer offen haben. Look at you smiling. Happy patients heal faster. Ja. Aber warum sollte man auch unglücklich sein? Es gibt so viele schöne Dinge da draußen. Ach ja, wir haben Samstag, aber... Oh. Parker, this design is perfect. It looks just like Leon Korn's desk. Oh, hey there, Tara. I'm building Messenger Connor a new desk modeled on the one in the office of the League's founder, Dr. Korn. Cameron, I'm honored that you're giving me such an important task. I promise I'll make a faithful copy. Parker wird das hinkriegen. Natürlich, aber er hat doch schon einen Tisch. Oh, Parker is so talented. I'm sure Leon Korn himself will not be able to tell the difference. Oh, thank you, Tara. I'm certainly going to try. I do appreciate the compliment, Tara. Truth is, I kind of fell into carpentry. It wasn't something I was particularly passionate about. I would rather have been a florist, like Violet. But I find ways to create beauty with my work, even if it's subtle. Like lining up the wood grain on cabinet doors. You can find beauty anywhere. If you look hard enough. Oh, ist ein guter Freund von mir. Und wir haben wieder ein Herzchen mehr. Sehr schön. My flock might think they're learning from me, but really, I'm learning from them. Das ist irgendwie richtig. So, bei ihm können wir jetzt... Oh, gehst du jetzt hier raus? Hallo. Bleib doch nicht überall hängen, Mensch. So, dann gucken wir nochmal im Wald nach, würde ich sagen. Ja, jetzt haben wir die Magie natürlich schon aufgeladen. Müssen wir jetzt noch irgendwas machen? Moment. Ab 19 Uhr. Naja gut, das könnten wir theoretisch dann heute machen. Dass wir bis 19 Uhr warten und dann... Was war das hier gerade? Habe ich gerade einen Vogel gehört? Dass wir bis 19 Uhr warten und dann zur Trauergruppe in der Kirche, glaube ich, war es, ne? Gehen. Ich sehe nicht. So ist das doch hier. So. Was ist mit unserem Blümchen? Die können wir auch machen ab 19 Uhr. Ja, dann würde ich sagen, dass wir dann hier im Garten, im Wald direkt warten. Einen angeln wir uns noch. So ein bisschen was müssen wir ja zwischendurch mal machen. Ja, das war so klar. Beiß den Kleinen noch in den Schwanz und damit dann direkt in den
Angelhaken rein. Oh, quick! Wenn die mir jetzt wegläuft, ne, im Hintergrund. Oh, quick! Ja! So. Jetzt aber. Und sie bewegt sich gerade. Ich wusste es. Ich wusste es. Das schnappen wir uns aber auf dem Weg dahin noch. Kim, bleib stehen. Emmy and Finn's lemonade stand is amazing. I wish I had their ambition when I was a kid. Okay, haben wir hinten noch irgendwas? Können wir da noch einen großen Fisch angeln? Ja, können wir. So halb leider. Also leider, weil wir das dann jetzt nochmal eben kurz machen. Und ja. Sehr schön. Wenigstens kann er direkt mal anbeißen. Ein Karpfen. Okay. Ja. Dann würde ich sagen... Ach nee, wir haben die obere Reihe noch nicht gemacht, ne? Da müssen wir dann... Oh, wo kommst du denn jetzt her? Juliet's pretty good on the strings. You think she'd play a cover of Home on the Range for my channel intro? Das wäre natürlich cool, wenn sie das spielen kann. Und nicht nur irgendwie Popmusik oder so. So. Unser Doppelladen. Hey, Violet. How are your potions? Oh, wait. Can we talk about that here? I mean, nobody's listening most of the time, so just use common sense. And common words. So, like, not potion. Okay. Dann halt nicht. Moment, den hatten wir schon auf 100%. Ihn hatten wir, glaube ich, noch nicht, ne? If you go for one of Violet's new styles, just remember, the right piece of jewelry is always the perfect finishing touch. Ja, dann würde ich sagen, ein bisschen habe ich ja noch übrig, dass ich mich jetzt aufmache. Eigentlich könnte ich dann lieber da unten rumgehen. Dass ich mich aufmache und eine Runde noch angeln. Ich meine, so viel wird es jetzt nicht mehr werden, weil wir jetzt nicht mehr so viel Energie haben. Und dann sehe ich euch gleich wieder, wenn es 19 Uhr ist. Und ja, ich denke mal, ich habe dann die Blumen bis dahin schon gepflückt. Und wir gehen dann gemeinsam nochmal eben in die Trauergruppe rein. Bis gleich. So, ich würde sagen, dass wir nicht nur nach 19 Uhr dahin gehen, sondern auch nochmal kurz mit der Hohepriesterin sprechen. Cameron's influence troubles me. More and more people attend his services, which means he'll persuade them to believe that there are malcontents out to do harm to the community. We need more information. Novice, acolyte, the time has come for both of you to learn shapeshifting. How do you feel about a feline spy mission? Oh, yes! I see where you're going, and I like it. Feline spy mission? We'll learn how to turn into cats and then sneak into the consciousness center. How close is my guess? Telepathically close. Every witch learns from Ariel how to shapeshift themselves into animals, but they must wait until they're old enough not to misuse such power. I trust both of you to treat your animal hosts with kindness. What if I get stuck as a cat? Now, that would be funny. Ariel won't let you get stuck as a cat, I promise. Parker's mentioned more and more talk of rooting out the malcontents, and Cameron is often scribbling in this tiny little notebook of his. We need to know what it says. Visit Ravenwood Hollow for a transmogrification lesson. Then see if you can find an open door at the center to sneak through. This might be going too far. Parker fragen, einfach vorbeischauen, ein Seminar als Menschen besuchen. Ja. Parker fragen könnte man auch. Couldn't we attend one of his Sprint Up the Mountain seminars? Like, as humans? They cost a fortune. I'm not paying those entrance fees. Besides, we need that notebook. Hey, I'm not bothered by this. As long as we don't get caught.
Ja, cool. Also ich wollte eigentlich nur hier hingehen, damit wir sie enttarnen sozusagen. Also damit sie dann ohne Umhang rumläuft. Hab aber total vergessen, dass wir da meistens ja noch eine neue Quest bekommen. Ja, geil. Dann reden wir aber trotzdem noch mal kurz mit den anderen, würde ich sagen. I thought my parents were kind of young to retire, but I get it now. Running the bar and maintaining the wellspring is a lot. Plus, they were raising a kid. Oh yeah, that too. The past is wrapped up with the future. Understanding one unlocks the other. Können wir mit Lina dann auch noch mal kurz reden? Ja, ne? So the head of the Fairhaven Coven is my former babysitter, Lina? Don't say it. But no one can hear us out here, and you're not wearing your mask. It's the principle of the thing. Okay. Don't go near the standing stones. Our coven has kind of a bad history with them. What kind of a witch will you be? A good witch? There are no good witches or bad witches. Only good or bad actions. Ja. Das ist wie bei den Menschen sozusagen. Okay, aber wir sollten trotzdem noch mal eben, ja, ins Zentrum, glaube ich, gehen, ne? So wie ich das verstanden habe. Also in diese Kirche, in Anführungszeichen. Zum Sektenanführer. Moment, mit dir haben wir noch nicht gesprochen heute. It bums me out that there's no one else my age on the island. Like, I don't fit in with the kids, but the adults treat me like one of them. Okay. Dann schwuppdiwupp, die hat ja gesagt, nach 19 Uhr. Jetzt ist auf einmal hier. Hä? Tara, come in, come in. That smoothie looks delicious. Have some of the pie that Juliet brought. And popcorn from Sebastian. Violet, welcome. Thanks. Hey, bud. As I was saying, sometimes it can be helpful for us to confront the strength of our emotions. It makes us realize what actions we want to take and what those actions are. So, what did you think? It all felt kind of cliched, you know? Yeah, but you know what they say. Sometimes clichés are true. Tonight, I realized I want to do more. About my mom disappearing. Like, maybe I should still be looking for her. I don't know if that's what Vanessa meant. I gotta stop at home before going to the circle. See you soon, Tara. Okay, aber ich war doch schon im Zirkel. So, Trauerbegleitung, Aufgabe abgeschlossen. Wir haben sogar Popcorn erhalten. Lecker, lecker. Okay, ja, dann bleibt uns ja wirklich nicht mehr allzu viel übrig, zumal wir schon sehr spät haben und die Leute jetzt alle nach Hause gehen wollen. Bleibt uns nicht mehr viel übrig, dementsprechend kann ich mich auf diesen Wege nur noch von euch verabschieden. Wir sind gleich zu Hause angekommen. Die Fischstäbchen habe ich übrigens noch gemacht von der Runde, wo ich geangelt habe und ich schaue nochmal eben ganz schnell hier oben, ob es da jetzt nochmal einen neuen großen Fisch gibt. Oh ja, da gibt es natürlich nochmal einen neuen großen Fisch, wie immer. Wenn man schon darüber redet. Den angel ich jetzt noch schnell. Das mache ich aber jetzt mal kurz. Nee, ich mache es nicht offline, weil er direkt schon an die Angel springt. Das ist natürlich sehr positiv. Vielen Dank, lieber Fisch. Guck nochmal ganz schnell hier oben. Aber da oben sind nur kleine, ne? Nee. Oben sind nur kleine und ansonsten werde ich jetzt hier nicht mehr groß rumlaufen. Ja, ist dann halt egal. Das eine, was wir jetzt noch hätten machen können. Ich gehe jetzt erstmal ins Bettchen, sage gute Nacht und bis zur nächsten Folge. Ciao! Time for bed! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.